Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video Horse Riding Tales. Heute schauen wir uns was Spezielles an. Wir gucken nämlich Sachen von früher und heute an. Also wie es früher bei Horse Riding Tales war und wie es jetzt ist. Also das sind so Sachen, echt da wo ich mir denke, wieso haben die das eigentlich rausgemacht? Oder Sachen, die noch nicht mal da sind, aber Videos erstmal bringen, so richtig eifrig machen ein. Ja, und als Hintergrund blende ich dann einfach wie ich spiele, ein paar Multis mache für mein Club-Level und alles. Ja, also, das sind halt Sachen wirklich dabei, da wo man sich denkt, wieso? Und wieso tut ihr mir das jetzt an? Und ja, da würde ich einfach sagen, viel Spaß bei diesem Video. Jetzt sprechen wir erstmal das Wichtigste an, was einen wirklich nerven kann, ne? Und zwar diese Kisten. Ich weiß nicht, wieso sie Kisten machen wollten unbedingt. Du musst immer so hoffen, ob du was Gutes eigentlich kriegst. Und es ist einfach mal so nervig. Wisst ihr, früher war es einfach so, du bist in den Shop reingegangen, hast dir ausgesucht, welches Pferd du willst, weil jedes Pferd hatte so seinen eigenen Preis, konntest dir aussuchen und dann konntest du dir dein Pferd einfach mal kaufen, welches, was du wolltest und nicht in einen Zufall irgendeinen Scheiß manchmal rauskriegen, da wo du denkst, das will ich eh nicht haben. Ich bin ehrlich, ich hätte lieber das drin, dass es dann vielleicht teurer ist und diese Kistenkürbung muss noch drin bleiben, aber dass es von mir aus teurer ist, aber dafür habe ich das Pferd, das ich zu 100% möchte und nicht 1000 Kisten öffnen, da wo ich die Garantie habe, vielleicht mein Pferd zu kriegen, das ich will. Bin ich ehrlich. Da hätte ich lieber mehr ausgeben, dass ich das dann auch habe, was ich möchte und nicht erstmal hoffen und beten, dass ich das kriege eigentlich. So, und jetzt kommen wir zu was ganz Speziellen. Alle, die diese Videos von Fox Adventures sehen, die wo alles rausbringen und alles, haben dann sicherlich auch schon mal dieses Video gesehen, wo ich gleich zeigen werde. Das ist wie ein anderes Rennen, nur mit deinem Freund, wo du aussuchen kannst und gegeneinander. Aber wieso bringen die das nicht raus? Ich glaube, dass das noch rauskommt, weil das stand doch bei Level 40 Nagelneues Ways. Ne? Und zwar ist es das hier. Du tretest damit deinen Freund an, gegeneinander und kannst gewinnen oder verlieren. Ich finde das so schön und die haben das nicht rausgemacht, aber dafür ein Video erstmal reintun. Dass man ja die ganzen Leute eifrig machen kann. Ich hoffe, das kommt noch rein, weil ich finde das sehr schön irgendwie, dass du mit deinem Freund eine Rennen gegeneinander machen kannst. Ja, es gibt auch Multiplayer-Rennen schon, aber es wäre schon cool, so ein Race zu haben, ne? So zwei, wäre doch voll schön. Könnt mal eure Meinung zu diesem Race schreiben. Ich finde das echt schön, dass du da mit deinem Freund gegeneinander so reiten kannst und dann kannst du entweder verlieren und gewinnen. Cool, wenn du dann vielleicht auch Preise gewinnen kannst. Das wäre schon schön, irgendwie dieses Race zu haben. Ich weiß, es kommen sehr viele Updates rein. Ich weiß nicht, was das für ein Weihnachtsupdate, wo wir haben. Da, wo die einfach mal 5 Bäume hingeklatscht haben oder 7. Ich weiß nicht, wie viele mehr das waren. Und dann, ja, fertig, ne? Früher haben die dich viel mehr Mühe gegeben. Also für alle neue Anfänger, die das nicht gesehen haben. Früher gab es Schnee. Und das war so schönes Update. Ich schwöre, ich hätte alles dafür gegeben, dass es wiederkommt. Und bei Halloween, die geben sich... Ich weiß nicht, manche Updates sind wirklich schön, manche wiederum nicht. Also das Vergleich war mit Halloween Update, da haben sie einfach so Kürbisse hingestellt und alles. Und die Special Quest ein bisschen umgeändert. Also dass man Süßigkeiten sammeln konnte. Aber ich frage mich, warum die keinen Schnee gemacht haben. Das gleiche bei Wolftest, da haben sie 7 Bäume nebeneinander gestellt. Also ich weiß nicht, da hätten sie sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben können von mir aus. Wäre von mir aus Weihnachtsupdate ein bisschen später gekommen. Aber dafür wäre Schnee da. Ich weiß nicht, das wäre schon irgendwie schön gewesen, so ein bisschen Schnee zu haben. Aber uns bleibt ja noch die Erinnerung vom letzten Jahr. Okay, jetzt müssen wir aber auch mal was Positives sagen. Und ein Update hat mir besonders gefallen. Also wenn ich ein Update von allen auswählen könnte, wäre auf jeden Fall das Pet-Update der Sieger. Ich weiß nicht, mir hat das so sehr gefallen. Ich finde die kleinen knuffigen Tierchen einfach so süß, auch wenn ich sie so selten raus tue.
Ich mag dieses Update auch irgendwie. Da war auch dann Wildmode frei. Konntest du dir so Wildpferde kaufen und alles. So frei einfach wie ein Pferd rumlaufen konntest. Das, bin ich ehrlich, war mein Lieblingsupdate. Und ich hoffe, es kommen auch mal wieder mehr Levels und alles. Aber könnt ihr mal eure Meinung schreiben, welches Update ihr euch am meisten gefallen habt, wenn ihr so mal alle durchgehen würdet. Ich finde, das Pet-Update kann niemand besiegen gerade. Weil ich weiß nicht, ich fand die Kisten jetzt nicht so geil, als die gekommen sind. Aber eins, was ich mich immer frage, ist, wie schafft man bitte diese Race, dass man, ich weiß es nicht, bei mir wird ja immer was abgezogen. Seit die das gemacht haben, hat man so gut wie keine Chance mehr zu gewinnen. Weil wenn man halt sich auch das schon, das Pferd upgradet, kann man doch schon machen. Ich weiß nicht, ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht nur so ein schlechtes Pferd zu machen, also so ein Ankommenpferd so aufzuleveln, weil in diesem Video ist es einfach voll gut. Ich weiß es nicht. Dritter Platz ist ja auch nicht jeder gerade. Aber ich weiß nicht, diese anderen Races werde ich nie in meinem Leben schaffen. Also, ich weiß echt nicht, wie ihr das schafft, manche. Dass dann Platz 1 sind. Ich will nicht wissen, wie viele Pferde die auch gegradet haben, dass sie das geschafft haben. Aber egal. Okay, jetzt kommen wir mal zu was, was ich so traurig finde. Ich wollte es eigentlich auch mir so raufladen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass man da nicht mal upgraden kann. Also keine Updates und alles machen kann. Man kann da keine Pets kriegen, man kann da nichts kriegen. Und zwar diese App auf PC finde ich so schön. Diese, wenn es so Abend ist und alles. Ich finde, die Bäume sind da so richtig schön leuchtend. Ich finde das so hübsch. Nur das kann man kein Update machen. Was bringt mir das dann bitte? Weil sonst hätte ich das so gefeiert, wenn da Updates kommen würden. Hätte ich dieses Update so richtig gefeiert, also auf PC, dieses dann alles zu spielen, so Clubs und alles. Und es wären auch sicherlich sehr hübsche Musikvideos, bin ich ehrlich, ne? Aber ich finde diese Version voll hübsch. Ich finde schade, dass es nicht auf Handy so einstellbar ist, dass es vielleicht immer, wenn es abends ist, dann so dunkel ist und tags dann einfach hell ist. Das wäre ein richtig cooles Update, wenn die das machen würden. Dass immer, wenn abends ist und eine gewisse Zeit lang, dass dann abends ist und dann wieder umändert so hell. Und das finde ich auch schon ein bisschen. Also das sieht man ganz am Anfang, wie das vorhin war. Da war einfach nur so ein grüner Pfeil auf dem Pferd. Ich bin froh, dass immer nur unten so leuchtet. Weil so wäre ich ein bisschen doof. Und man sieht es auch, dass wie es vorher aussieht. Ich weiß nicht, was das da hinten zu bedeuten hat, dieses Pferdchen und alles. Aber vorhin war dieser Mensch ja auch ziemlich hübsch gemacht. An der Seite. Genau. Okay, das finde ich jetzt im Endeffekt sehr schön. Und zwar, ich weiß nicht, ich feiere die so hart, diese Kunststücke und Tricks und alles darum, finde ich so hübsch. Nur es gibt, die sind so teuer für 300 Dias, finde ich schon ein bisschen viel. Ja, aber jetzt kommen wir, also wir müssen ja mal was setzen, da wo richtig enttäuschend ist. Früher waren die Games nämlich günstiger, viel günstiger. Da war nichts für 100 Euro, die haben das teurer gemacht, aber dafür waren mehr da, also Diamanten. Ich bin ehrlich, das war schon sehr teuer für 120 und ach, 70 Euro merkst du halt schon, ne? Und da gab es halt jetzt weniger Orbs, aber ja, früher war günstiger. Dafür weniger Orbs, also Diamanten, was für Orbs, ne? Und ja, die Clubs sind ja so gut wie das Neueste. Aber ich weiß nicht, ob ich da mal schaffen würde. Anala Moon, ich grüße dich und hey, lieb Lord. Uiuiui, Tina Walz, ich grüße dich auch. Genau, ihr könnt mal eure Meinung schreiben, welches Update ihr am meisten feiert. Also, ich, wie gesagt, ich feiere die Pets am meisten. Die haben mir am meisten Freude gemacht. Aber was schön wäre, wenn zurückkommen könnte, dass diese Shops bei den Pferden ist. Das ist ja teilweise schon ein bisschen. Wenn man so sieht, dass jetzt Pferde in Angebot also reingemacht wird und alles, sieht man auch, dass es ein bisschen sich verändert. Also man kann sich jetzt Pferde, aber man kann keine Pika da kriegen. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Wenn da Pikas wären und alles, das wäre cool. Aber das, darauf kann man, glaube ich, lange warten, bis da mal was kommen sollte.
Ja, und dann würde ich sagen, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.